Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Deutsch lernen. Mein Name ist Mohammed. Mein Name ist Marlene. Hallo an euch. Okay, heute haben wir unser Thema Sie oder Du. Marlene, wann benutzt man in Deutschland Sie und wann Du? Sie ist eine Anrede für Personen, die man nicht kennt. Also würden wir zwei uns jetzt nicht kennen, dann würde ich mich vorstellen mit Hallo, mein Name ist Marlene Kraus, wie heißen Sie? Mein Name ist Mohammed Shehata, ich heiße mit Familienname Shehata. Und wann benutzt man Du? Du benutzt man, wenn man befreundet ist oder sich schon etwas länger kennt. Okay, wenn ich jetzt einen Polizist auf der Straße sehe, ja, darf ich einfach den Hallo Polizist, Du? Nein, dann benutzt man die Anrede Sie. Aha, okay. Also Sie unter den Leuten, die man nicht kennt, und Du mit Freunden oder Bekannten. Und Leute auf dem gleichen Alltag, wie zum Beispiel in der Schule oder in der Uni, benutzt man die Anrede Du. Okay, wir wollen jetzt unseren Followers beibringen, wie man nach dem Namen fragt. Hallo, guten Tag, wie heißen Sie? Guten Tag, mein Name ist Marlene Kraus. Marlene ist der Vorname und Kraus ist mein Familienname. Aha, mein Name ist Mohammed Shehata. Mohammed ist mein Vorname und Shehata ist mein Familienname. Okay, woher kommen Sie, Marlene? Ich bin geboren in Deutschland. Mhm. Und aus welcher Stadt kommen Sie? Ich habe in der Nähe von Köln gelebt. In der Nähe von Köln. Okay, ich komme aus Ägypten und ich komme ursprünglich aus Kairo. Jetzt lebe ich in Kuwait und in Hamburg. Vielen Dank, Marlene, und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!